schon gesehen. Es war einfach richtig krank. Richtig krank. Was war das? Ja. Ich muss wirklich sagen, ich persönlich war davon richtig, richtig heftig erschrocken. Und weil ich so erschrocken war, gibt es direkt das nächste Game. Freunde, auf jeden Fall kommt heute einfach mal ein ganz, ganz, ja, kurzfristiges Video. Ihr seht schon, das Video ist etwas später als gedacht online. Ich habe auch gedacht, dass das Video ein bisschen früher online kommt. Aber ja, es ist etwas dazwischen gekommen. Und zwar, Leute, in 2 Tagen kommt etwas richtig, richtig, richtig Geiles. Und zwar habe ich mir nämlich einfach mal gedacht, mit Andrei ist ja schon etwas länger nichts mehr gekommen. Ihr wisst ja wahrscheinlich alle, dass Best of 5 gegen ihn, das war ja auch schon übelst krass. Und ja, sowas in der Art, der frische Schnabel schon mal wiederholt. Es sind 2 30-Minuten-Videos rausgeworden. Ich habe mir gedacht, ich cutte das beides zusammen zu einer kleinen Compilation davon. Es waren auf jeden Fall ein paar witzige Momente dabei, waren auch ein paar spannende Momente dabei. Aber heute geht es um dieses Deck in der Folge Clash Royale, die heute ganz spontan aufgenommen wurde. Deswegen gibt es auch nicht ja, so viel, sage ich jetzt mal, Schnickschnack umdrum. Weil ich dachte mir so, ja, da müsst ihr doch noch mit dem, ja, mit dem Clash Royale Content versorgt werden, der täglich kommt. Ja, ihr seht schon, er hat hier jetzt gar keine Antwort. Was? Er hat. Was ist das? Safe irgendwie so die Freundin spielt oder so, kann ich übelst hart vorstellen. So, die Goblins tanken dort, was natürlich auf jeden Fall richtig, richtig stark ist. Nein. Alter, irgendwie sieht das wirklich so aus, als ob gerade die Freundin von ihm spielt oder so. Alter. Okay. So. Auf jeden Fall kein schlechter Ice Spirit. Da kriegt auf jeden Fall. Oh, dieser Poison Spell! Wahrscheinlich. Ich wollte eben gerade so einen richtig knackigen Witz raushauen und dann auf einmal. Aber ich muss schon sagen, ja, dieser Tornado war auf jeden Fall schon knackig, muss man sagen. Da hat er auf jeden Fall ordentlich reingehauen. Ihr seht auch hier schon, wahrscheinlich ist das der beste Spieler EU West. Würde ich jetzt halt auch mal kurz andenken. Danke auf jeden Fall, dass du mir da draußen einen Free Win schenkst. Also eigentlich sollte das Video jetzt nicht so nach Free Win aussehen, aber wird's jetzt halt. Schade eigentlich. Ich habe gedacht, ich kann mich jetzt hier mal auf schöne, schwierige Gegner einstellen, aber na gut, war wohl ein kleiner Fehler, das zu denken. Das Holz kam auf jeden Fall auch pünktlich an und war auf jeden Fall auch. Ich glaube, das Holz war jetzt auf jeden Fall auch gut abgetimt. Ich würde sagen, da kommt noch die Rakete. Das ist ein Thumbs up. Ich schreibe wow, weil irgendwie hat man wirklich gesehen, das war auf jeden Fall nicht gerade feierlich. Aber auf jeden Fall ganz schön witzig, dass ich gerade sowas abbekommen habe. Ich würde sagen, einfach direkt das nächste Game reinhauen. Und ja. Leute, auf jeden Fall nach einer kurzen Unterbrechung geht es ja jetzt auch weiter. Ihr habt das Video wahrscheinlich gerade in 4 oder 8 oder 16-facher, keine Ahnung, Geschwindigkeit gesehen. Es war ein richtig krankes Match. Ja, ich wurde kurz gestört, konnte aber das dank eines Jorgun-Supportes nochmal weiterspielen, dieses Game. Und ihr habt schon gesehen, es war einfach richtig krank. Richtig krank. Was war das? Ja.
Ich muss wirklich sagen, ich persönlich war davon richtig, richtig heftig erschrocken. Und weil ich so erschrocken war, gibt es direkt das nächste Game. Good luck, thumbs up. Und ja, warum ich das Game jetzt nicht rausgeschnitten habe, ich dachte mir als erstes so, fuck. Ich muss da jetzt auf jeden Fall was rausschneiden. Was ich rausschneiden will, wusste ich jetzt noch nicht. Aber dann ist mir auf jeden Fall der Gedanke gekommen, dass ich ja einfach das Video auch auf 8 oder 16-fache Geschwindigkeit, muss ich nachher nochmal schauen, machen kann. Und deswegen habe ich mir das einfach gedacht. Ja, nee, aber zumindestens ist es wirklich auf jeden Fall nicht gerade schlecht, weil das Game war halt auch wirklich intensiv, muss man sagen. Also es hat auf jeden Fall schon ein bisschen an Energie, sage ich jetzt mal, gekostet, weil, ich meine, ihr habt ja gesehen, es war einfach ein fucking Hütten-Spammer. Ja, war nicht ganz so witzig, aber in Ordnung, er wird wieder Lakaien haben. Genau, okay. Ja, moin. Oh, fuck. Okay. Nach dem geilen Game eben, ja, nach diesem geilen Game eben, wo wir das Game wirklich nicht schlecht gespielt haben, kommt jetzt sowas tatsächlich. Ja, ein bisschen schade, aber in Ordnung. Da sehe ich jetzt auch gar kein Durchkommen. Da bunkert er auf jeden Fall komplett zu. Ja, hui. Was kann man da machen? Ist auf jeden Fall nicht ganz so ein leichtes Matchup jetzt. Da macht er mir auf jeden Fall das Leben ja ein bisschen schwer. Vor allen Dingen daher, dass er halt auch wirklich einen Tesla einfach hat. Ist es auf jeden Fall nicht ganz so sneaky. Bisschen schwierig ist es schon. Ist schon ganz schön tricky. Er wird gleich auch wieder die Walküre haben, ja. Nee, da gibt's wirklich gar kein Durchkommen. Ich meine, ich kann jetzt hier eine kurze Rakete rübercyceln, aber ich denke mal, das wird jetzt im Endeffekt eh nichts Großes, sag ich jetzt mal so, ja, so bringen. Ja gut, Tesla Predict ging dann natürlich auch komplett in die Hose. Das ist halt jetzt ein bisschen scheiße. Das Problem ist halt auch einfach, dass ich den Mini-Packer für sein Hog brauche. Was noch ein größeres Problem, denke ich mal, ist einfach, dass er gleich wieder mit einem aggressiven Hog-Rider kommen wird. Die Valkyrie wird natürlich nicht abgelenkt. Und, nö, tschüss. Ich kann nicht mehr rechtzeitig zur Rakete cyclen. Ist auf jeden Fall kein schlechtes Spiel. Thumbs up, well played. Und ich würde sagen, das war's vom Video. Haut rein, ist gut. Mir gefällt das Deck übrigens auch wirklich richtig, richtig geil. Haut rein, ist gut. Bis zum nächsten Video. Ciao.